Also hier wurde durch eine Fachfirma eine amerikanische Fliegerbombe gefunden, die 250 Kilo schwer ist und ein mechanisches Aufschlagsystem hat am Heck. Es laufen jetzt langsam die Evakuierungsmaßnahmen an. Sobald diese abgeschlossen ist, bekommen wir die Freigabe und wir werden ein Fernentschärfungsgerät ansetzen, die Raketenklemme, um die Bombe zu entschärfen. Es wurde gezielt gesucht danach, es wurde eingestuft, dass es ein Bombenabwurfgebiet ist von uns und deswegen war eine Kampfflugzeugfirma hier vor Ort und hat diese auch dann fachmännisch gefunden und dementsprechend halt auch geöffnet und geschaut, was dann ist und deswegen war auch keine Gefährdung erstmal durch diese Bombe vorhanden.